Doch. Upsi. Doch, nee. Die haben eher geschrieben. So, du schon First Pick? Ja. Du schon First Pick Draft. Ja. Wir bannen Akali. Gerd. No. Ich war sehr irritiert, weil er hat noch kein Weiger-Game in seinem Leben gespielt. Auf dem Account. Auf dem Account, ja. Auf dem Account. Ich bin sehr surprised. Was? Zweiter Bann? Dann mach einfach Camille, wenn wir nichts haben. Ich könnte. Ne, okay, Camille war das gut. Nee, was hast du denn da im Angebot? Und dann. Ihr könntet halt jetzt auch so Sachen machen wie. Wollt mir nicht Shyvana bannen? Oh, Shyvana. Shyvana war der andere Bann, true. Weil das sonst Dead Practice ist. Jo, scheiße. Gleich Musik hier? Habe ich das jetzt eingerichtet? Ich fühle den Six-Bann sehr, ne? Fühlt sich wie so ein Kompliment an jedes Mal. Du willst mein noch duschen gehen? Ich würde duschen auf Blue Side Armor First Pick, ja. Okay. Was mit Karma dann? Shyvana. True, was machen wir mit Karma? Wir spielen Karma. Ist doch geil, wir bannen Shyvana. Ja. Nee, aber wir können die ja nicht spielen, wenn wir Lucian First Pick. Ja, ja, deswegen ja, First Pick Karma. Karma. Aber die haben ja Karma gebannt, oder? Wann kam immer auf Blue? Die haben ja sogar auf Blue Side Karma gebannt. Ich glaube, auf Red Side war Karma vorgestern auch anpickt. Ich weiß nicht mehr genau. Der Kaufland hat sie immer gebannt auf Red. Auf Blue hat in den Odi immer gebannt. Ja, aber wenn wir Karma First Pick und die picken Lucian Name, dann spielen wir Karma Astral Bot. Die wollen Trundle First Picken, ne? Die bannen Bully, die wollen Trundle picken, oder? Ja, wir können nicht ja. Lucian Karma abgeben, oder? Na, was ist uns wichtiger? Bullybär, Trundle, Karma, Lucian. Was von denen ist unser wichtigstes? Wir sollten Karma practicen. Ja, den ist schon für Karma Playoffs. Karma Xin-Sau ist auch gut, ist auch feine Tool. Wobei ich Xin-Sau eigentlich nicht so in Trundle. Nee, ist dann Karma Kindred. Ja. Fühl dich hart. Karma Kindred, Soraka, Leona. Ja, und dann wahrscheinlich Kindred Solo Lane. Aber wir können die ja alle spielen. Was ist das für ein Bullshit League unlocked? Kein Winterwunder Karma? Ja, das ist, neu, ist bei allen jetzt so, glaube ich. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also, sie sollten jetzt Trundle. Nee, können die gar nicht. Wir müssen ja Lucian Army secure. Ah, Lucian Army ist halt. Du musst doch nicht Lucian Army Prior haben. Also, sie können auch Lucian Trundle gehen. Gut, dann FF. Ich, ne? Will nochmal Lucian Army? Hab ich Bock. Der Shogat ist das Antwort zu Karma. Weiß nicht, ist es so gut, Lucian Army Karma zu haben? Ja, warum nicht, oder? Ah, weiß ich nicht. Mit Karma willst du schon eher einen Hypercarry, ne? Lucian wird zum Hypercarry. Gehen wir jetzt Atomscaling. Atomscaling. NASA. Was ist, wenn ihr Xayah-Lane probiert? Oh man. Silas Xayah? Aber mit Karma oder wollt ihr Karma Xayah? Mit Karma flex lassen. Ja. Ich würde Xayah Tunnel gehen. Actually, Tunnel ist. Oder wir machen Silas Tunnel. Wenn du Silas willst. Was? Nee, ich will nicht Silas. Nee, mach Tunnel. Nee, mach Tunnel. Wait. Oh, ich fühle mich wie 30 Jahre nach. Ja, Xayah Tunnel finde ich eine gute Rotation. Weiß nicht, ist Tunnel so gut hier? Ja, Tunnel plus Karma ist halt auch wild. Ja, ist halt die Frage, ob du gerne Tunnel into Corki Thresh spielst. Also Xin ist hier schon besser, ne? Aber der pickt die Trundle, das ist schon kacke. Ja, also Trundle ist besser als Xin, aber wollen wir hier überhaupt Jungle picken? Also ich sehe nicht, dass wir Jungle secure müssen. Sonst und damit will der Flex aufgeben. Ich würde gerne mit Karma Triple Flex. Ich kann Xerath aber auch hier spielen. Ja, wenn ihr nichts habt, dann Trundle so. Dann geht mal Trundle. Geil für Junge. Ich liebe dachte, wir, also wieso okay. Haben wir nicht Mitte Counter picken? Weil wir Triple Flexen, Karma. Aha. Weil Karma vielleicht einfach Mitte geht. Okay. Was ist so gut denn zu Corki? Ich glaube, schaut schon nach. Krass, aber ist auch nicht mehr. Also, ich glaube, Stand jetzt kriegt ihr eventuell. Also, ihr kriegt halt Support-Counterpick. Hm? Oder Top-Counterpick. Ja, okay. Und dann könnt ihr mit Karma mit einfach Permabot diven. Let's go. Ah. Schade. Der hört wohl auch ganz gerne zu, während wir reden. Das ist sehr cringe von denen. Du, also, wir 125en den K6 und das ganze Game useless. Die spielen K6 Corki. Das ist, Das ist einfach NNO. No Way Arguin auf Wish bestellt. Ja. Hast du nicht immer K6 Corki gedraftet für dich? Ja, aber damals war K6 auch noch besser. Andere Zeiten damals. Wenn wir Leona Nautilus bannen, dann haben die auch keine Chance. Ich würde Tahmkent spannen. Tahm ist wirklich. Tahmkent. Ja. Das ist aber der. Ja. Tahm Nautilus, maybe?
Das ist der, der Lulu Nautilus spielt, dann entscheidet. Nee, ich würde Nautilus potenziell selber picken. Aber die haben ja, also die werden auf 4 doch safe Nautilus picken, oder? Ja, und dann spielen wir das Nautleona Matchup, würde ich sagen. Aber die haben eben auch so richtig random Thresh gespielt, ne? Ich glaube, die picken den einfach. Aber Thresh ist halt decent into Trundle. Ja, dann sollten wir vielleicht Thresh. Nee, ich glaube, Thresh ist aber für den Comp ultra kacke. Also, die können nicht gegen uns lane damit. Ist das so? Die haben ja Last Picks, ansonsten band man ja auch eher nochmal Top-Lane-Counter-Pick. Ja, dann lass doch noch irgendwas. Aber fairerweise wurden wir jetzt von Bios so erzogen, dass wir die schon First Rotation waren. Ja, die brauchen doch safe einen Tank auf Top, oder nicht? Die bannen gerade Tanks, ich weiß nicht. Also Sion Ban ist auch nicht so bad. Ich weiß nicht, was du into Gnarblind spielst. Na. Das sag ich jetzt nicht. Sehen wir, wenn es soweit ist. Dann hatte ich nicht. Also ich will Sion nicht bannen. Wir haben schon gar kein Damage gegen Sion gerade, ne? Wir haben Trundle. Aber wir haben Trundle. Aber keine Ahnung, dann bannen irgendwas. Dann bannen Jace. Warum nicht? Ja. Komfort von ihm. Wenn wir nichts haben. Komfort bann. Das war klang ein bisschen angeekelt. So ein Bann, den man einfach gerne bannt, weil es sich gut anfühlt. Ja. Aber ich glaube, mit Jace ist den kommt schon absolut unplayable. Aber. Wir haben halt sehr gut Poke. Wir können jetzt hier Janna Jace spielen und ja, sehr viel wegrennen. Ja, fresh. Ah, ich hab's gecallt. Ah. Cool. Let's go. Man kann hier ja auf jeden Fall die Karma Nautilus Sion oder picken. Wollen wir, ich hätte auch gesagt, wir picken. Aber dann haben wir ja gar kein Damage mit Nautilus Sion. Also wir haben nur. Wir könnten auch ja, Nami Sire spielen, ne? Um den Poke so ein bisschen zu umgehen, ja, aber ich später. Glaube, Nami gewinnen wir die Lane nicht hart genug, oder? Also ich würde hier Nautilus spielen. Ich glaube, wir sollten schon Nautilus gehen. Ja. Aber auch Nautilus gut. Aber ich glaube, es ist eher die Diskussion, ob Karma jetzt mit oder top geht. Ja. Weil ich könnte ja auch. Ja. Wenn wir jetzt. Ich könnte ja auch. Top gehen. Du kriegst auch mit anderem Kram Play und Corki, right? Aber mit Xerath ist doch insane hier, no? Xerath kriegst doch einfach Drop. Eher Output. Also ich glaube, die Comp ist weird, wenn ihr Bot nicht diven könnt. Aber warum können wir denn mit Xerath nicht diven? Könnt, wenn ihr das könnt, wenn du mit Xerath Midplay bekommst, dann alles gut. Ja. Ich glaube, aber Zoe ist auch gut hier. Ja, Zoe ist actually insane. Gib mir Zoe. Okay. Ich hab einfach irgendwo hingedrückt, Leute. Danke. Ja, lass mal Zoe spielen für ein bisschen Tempo. Ja. Steht schon ein bisschen auf dem Timer, ne? Hab ich jetzt wohl die Karma bekommen? Ja, ich meine, wenn man in der Pick-up-Bahn-Phase beschäftigt ist, Follows vorzulesen, dann hat man das Problem. Niemand hat hier gerade den Champ bekommen, den er spielen wollte, und am Ende ist der Kopf aber trotzdem geil irgendwie. Ja, weiß nicht, ich glaube, Kopf ist nicht so easy zu spielen. Mr. Clean spielen. Schwierig ist einfach, Trundle zu practicen. Warte, ihr seid Blue Side, right? Ja, da sollten wir auch mal ein bisschen was anderes spielen, ne? brauchst du dein Ward auf Top? Nee, hey, der spielt Karma, der braucht gar nichts. Eigentlich nicht. Actually, könnt ihr zu viert, also instant Top laufen und entweder Zoe oder Karma placed in Ward und Phil startet Sweeper und zeigt sich nicht? Ja. Was möchtest du von uns? Ich hab's auch nicht verstanden. Wisst ihr auch nicht. Wo startest du, wenn du der K6 bist? Topside. Topside, ne? Ich würde einfach Top late invaden, einfach 125 ja. Top. Ich spiele aber Grasp, by the way. Wie? Ich spiele Grasp. Ja, ich glaube, das macht den late invaden nicht schwächer. Nee. Ich wollte es nur sagen. Er wollte nur mal flexen. Ey, guck mal, Coach, ich spiele verschiedene Runen. Ja, dann gehe ich kurz auf Toilette. Ich hab mit On-Off Grasp gespielt. Wo ist denn die Toilette eigentlich von hier aus? Ja, okay. Ist die weit? Nö. Nee. 10 Minuten. Beim Auto. Perfekt. Bei mir muss ich immer ein bisschen Westflügel zu Hause laufen, das dauert länger. Deswegen auch Philly West. Ey. Ich werde aber getragen. Okay. Geht es auf Toilette, ne? Sabito, danke für dein Follow. Habe ich gerade nicht geschafft, den Chef Select vorzulesen. Danke. Jo, danke für alle Subs, by the way, Leute. Ich bin respektvoll und mute mich nicht und rede nicht mit dem Chat, während wir über Taktiken reden. Ehre. Hm? Aber ich bedanke mich trotzdem. Auch wenn Pius da noch nicht so die Manieren hat, ne? Als junger, anstrebender Streamer. War ja ganz muted. Okay, aber ich freue mich auch über jeden Sub, wollte ich an der Stelle nur noch was sagen. Hast du Subs? Ich freue mich übrigens auch über jeden Sub, wollte ich an dieser Stelle noch mal sagen. Hier hinten ist übrigens unser Subboard, Leute. Und da sehen wir, dass ich weilenweit vor Johnny führe. Du hast ja ein paar aufgeschrieben. Ich habe länger nicht mehr gemacht. Heiliger Amazing Jack. Ich finde das sehr unfair, dass ihr euch hier genommen habt. Lass mal ready machen jetzt. Okay, ready. Bin wieder da.
Hey, ich schreibe jetzt ready. Ja. Ja. Ich bin Trainingshänder. Naja. Okay, auf geht's. Fokus. Oniva. Also, über Prios reden, ne? Good Habits. Ja, sehr wichtig, dass ihr auf Mid, eigentlich auf Mid und Bot, jeden Slowpush callt und dass Phil dann kommt und ihr die divet. Mhm. Okay. Und zwar präferiert ist es einfacher, Bot zu diven, aber ihr könnt auch sowas wie Mid-Dive versuchen. Also ihr könnt... Aber dafür musst du erst bei Phil zeigen, wo die Midlane ist. Und dann, nachdem Phil drei Top-Camps macht, auch Corki diven auf Mitte. Mhm. Ja, ich hab schon nicht mehr so zugehört, als es um Midlane ging. Nee, Spaß. Ja, ich habe alles mit. Also wenn es auf Bot, also wenn zum Beispiel der 125 klappt oder wenn die... wenn der 125 klappt, könnt ihr auch Botlane 3 Waves pushen. Du gehst Cheater und Sola und Kutscher geht mit und ihr divet den Corki 3-Man. Ja, die Müllpresse finde ich gut. Ich habe ein Echo. I like. Nein. Das ist doch nicht wahr. Das war doch die ganze Zeit. Ja, der spielt doch Gash. Hey Leute, hier zu viert Warden war doch der Call, oder? Nicht? Nee, müsst ihr doch nicht. Einfach late in lane. Okay. Ah, ich hab den Doran Ring nicht gefunden, der wird mir nicht angezeigt. So. Ja, sorry, Leute. Du. Okay. Top. Geil. 125. Dann doch. Johnny, du coverst den auch mit, ne? Du kommst ja auch mit so. Boah, das letzte Mal habe ich es wirklich absolut gehasst, ne? Ich habe gerade erst gecheckt, dass Java top ist. Aber klar, gerne. Ja. Let's call him out of the camera. Der hat keine Aftershock, by the way. Also wenn du halt hier eine Bubble triffst, dann ist halt safe first blood. Das ist halt ein bisschen doof für dich, ne? Ja, du kannst einfach Lane spielen und musst halt nur matchen. Johnny. Ja, ich matche sehr gerne. Und pass auf, dass wenn Corki hingeht und du deine Wave pushst, dass danach du nicht 70 Waves verlierst, weil du später dazu gehst. Ja, ja, ich habe da aber sehr viel Erfahrung mittlerweile. Ja, gemacht. Ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, also das ist ein Auto für Spezial, da gewöhnt man sich nach so einem Jahr dran. Er war nicht mal mein Call hier gerade, aber wie du mal gesagt hast. Wir sollten jeden Hook eigentlich gewinnen, jeden Trade, oder? Ja, ich denke auch. Hab ich Bock, dem aufs Maul zu hauen. Ja, ich auch, richtig. Komm ich auch schon auf den Punkt. Schade, Rückzug. Hier gibt's nix. Wo ist der Jarvan? Botside-Start wahrscheinlich. Oder es wird hier gleich ein bisschen riskant. Nee, sieht nach einem Botpull aus. Okay. Kann man mal reinlunzen? Sein? Hm? Ja, aber Sabo-Zeitstart aus hier. Ich geb Pixel One dann, ne? Dann kriegst du ja Info. Ja, oder ja, Blue. Ja, das ist gut. Ja. Blue, ne? Nee, mach Pixel. Blue ist useless. Bin ich jetzt sehr weit für gelaufen, um dann Pixel zu holen. Lass mal nicht so hart pushen. Ja, für Tugi oder nicht? Ja, aber wir müssen ja nicht so hart pushen dafür. Ja. Ich nehme Enemy Crux noch. Oh, scheiße. War Top Prior. Was scheiße? Fresh Flash? Ich habe mich gespottet auf jeden Fall jetzt. Jarvan ist noch Level 1. Jarvan ist noch Level 1. Ja. Die wissen jetzt nicht richtig, dass ich hier bin. Können wir hardpushen hier? Jarvan ist jetzt Level 2. Wir können jetzt die Wave crashen und dann könnt ihr kurz da Mitte moven. Ja. Ist das was? Ja. Dann bin ich gleich da. Ich muss los. Der hat keinen Weg gerade. Mach los. Der hat keinen Jump. Der Kha'Zix wird hier, der geht weiter für Top noch. Okay, wir resetten, ich resette, Kutscher kommt. Ja, ich habe hier eine Cano Wave, die... Kha'Zix kein Flash. Jarvan auch kein Flash. Okay, nice. Oh fuck. Ich versuche jetzt hier die Wave langsam zu crashen. Kommst du von hinten? Kha'Zix ist ziemlich low, der wird... Ich kann dich auch spielen, wenn du hier willst. Okay. Ja, ich hab halt, musste die Wave da killen. Das war ja wunderschön, Mitte, what the fuck. Aber actually, also ich hab grad... Null damit gerechnet, dass Johnny so einen auspackt. Ich dachte, was will der von mir? Wie wollen wir den töten? Und dann nimmst du einfach den Kill. Ja, das ist ja sympathisch. Ich bin. Bot geht hier wollen. Oh, ich stay, ich stay, ich komme. Nee, Bot stay. Ich geh einfach in meine Bot-Side, ist sehr gut. Ja, Bot overstay doch. Ah, die werden nach der Wave wahrscheinlich base. Wenn du dich contest, ich bin da, ne? Nee. Hardik ist gigafuckt. Der ist jetzt resetten. Ich wurde gespottet. Really? Ja, renn mal einfach durch, Kutscher, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, die gehen jetzt. Ja. Ich glaube nicht, dass die Base dürfen, wenn wir wollen. Ich würde hier den Wave-Step mal kurz so halten. Vielleicht contesten die nicht und denken, ich bin... Ich Base Bot-Set jetzt. Guck mal hier, ist das nicht was? Ja, der hat hier gewardet. Ich gehe außenrum hier mal. Okay. Da fühlt er sich dann sicher. Ja, er hat hier gewardet. Mich hat er nicht gespottet, ne? Ja, ich gehe weg.
Alex hier? Junge! Er hat den Flay gemacht. Na klar. Flash könnte Mitte sein, Kerr. Kerke. Oh, mal mit. Ah, die Wave ist. Ah, ne. Ah, ist okay. Ich soak eben noch den Ken-Minion, so, ne? Ja, Bots Low push weg. Ja, ich komm mit und push das aus hier, oder? Sonst ja. Schon ziemlich dumm, die Wave sonst. Ja, dann warte ich 30 Gold in der Base. Supi. Ja, ja, ja. Kha'Zix ist hier Botzeit. Hat Kha'Zix Flash? Die können mich nein, jetzt Botzeit. Kein Flash, kein Flash. Ich muss runter, aber ich muss eigentlich auch basen. Ich hab 1000 Gold, aber ich komm runter. Actually, lauf ich aus Base auch einmal runter. Weil der Kha'Zix muss doch eigentlich Desperate Bot Play machen. Ding ist No Flash. Nö, der kann sich einfach hier hochjungeln, wo ich gerade den Jungle nehme. Ja, ich geh dann wieder Mitte. Kha'Zix wird wahrscheinlich gleich hier reinlaufen. Und was ist dann dein Plan? Wegrennen. Sehr guter Plan. Oh, da ist er. Ich bin so frech, ey. Geil. Ist weggelaufen? Krasser Plan. Ja. Ja, der hat nur noch Crux gerade ab. Ach, der ist so. Ja, die schließen das. Wir müssen die einmal durchdrücken, die Wave. Ich habe noch kompletten Jungle. Ich farm hier. Ich mach Farmerama. Also, basically ist jetzt der Gameplan. Wir überleben die nächste Kha'Zix Gang und dann ist Game One wegen Jungle. Ja, wir müssen einmal Botlane auspushen, die Wave. Also, wobei die Kha'Zix safe. Ja, die trollen gerade. Bis. Ja, also ich werde jetzt nach Wölfen resetten und dann spielen wir für den ersten Drake. Top Lane Freeze, Kha'Zix ist top, right? Ja, Kha'Zix top. Die Wave wird zu mir zurück bouncen, aber halt slow. Ja, ich hab Mitte einen Slow Push. Ja, ich komme auch über Mitte. Können wir Dive spielen? Enemy Red Buff spawned auch noch. Ja, actually, ich gehe so. Kein Flash, also theoretisch. Ich hab deinen Rücken top hier. Also gleich halt. Ja, geht nix. Kriegen wir eine Ward hier, Botside irgendwie hin? Oh, guck mal. Oh, Hilfe. Mitte. Kein Flash Kha'Zix. Nice. Was sind wir denn für ein Dream Team, das Game hier? Insane, Mann. Gute alte Zeit. Vielleicht soll ich mich öfter mal neben dich setzen. ich würde gern Kha'Zix da auf dem Red Buff invaden. Er ist ja schon tot, ne? Ja. Ja, der kommt halt aus der Base. Gott kann jetzt nicht mehr, aber die müssen eigentlich Base. Ich bin halt keiner Lower, aber ich. Ja, ich geh Base. Ich hab angefaked. Na gut. Mhm. Ich hard push die nächste Midwave und dann geh ich auf Base. Was ist am Resetten jetzt gerade? Ja, die killen sogar den Ward noch. Okay, also ich komme jetzt aus Base und jetzt schauen wir für den ersten Drake. Und Botlane Dive steht auch noch an. Ja, ich würde jetzt. Ich muss jetzt ein bisschen getrollt, ne? Für den Ward nicht zu recallen. Wir haben jetzt, glaube ich, Reset, hat aber noch TP ab. Hast du Vision? Ja. Nee, aber hier ist den Ping, würde ich gerne haben. Kann Bot sein. Wir wissen es nicht. Mhm. Dann lass es doch gleich mal ändern. Kha'Zix Bot. Haben wir geändert. Ich komme. Und die kommen auch. Ich habe nur einen Pillar, was ich dir anbieten kann. Okay, ne. Ich werde Bot die Wave annehmen, du kannst Mitte XP soaken. Die dann werden. Okay. Oder willst du Drake noch irgendwas machen? Ja, so ist schon. Wie fett bist du denn? Du bist gar nicht so fett ohne den Reset. Ja. Schnabbi die Wap. Schubidi-Du. Junge! Oh mein Gott. Hätte ich gerne beide gehabt, dann wäre juicy gewesen. Mach mal nicht, bitte, was du hier vorhast. Top Saiyan Mate. Okay. Der hat hier alle Camps ab und der ist low. Ich möchte alles nehmen. Warum ist auch pretty low? Flash könnte auch kommen, kommt, ne? Der kommt. Ich bin da. Flash ist auch da. Ich bin aber auch hinter euch. Die haben mich noch nicht gespottet. Ist hier Half-Life? Ich komme hoch, Pius. Ja. Können wir den Dive machen? Ja, können wir. Hat wieder Flash ab. Habt ihr das zu zweite? Habt ihr, ne? Pius tankt ja. In der Welt. Ah, ist schwierig. Aber wir können die wegsauen. Ja, ich nehme Crux into Herald. Die werden im Long Run Botlane Play dafür machen. Ja. Trash könnte jetzt wieder runterkommen, aber so hat die Wave schon drin. Trash ist schon hier. Wird jetzt auch gleich wieder runter. Willst du Herald noch spielen? Ja, geh einfach Bot. Der Herald soll free sein. Ja, ich bin mit der Aufwärter Prime. Jetzt einmal hinten rumkommen. Nee? Pixel Ward wäre huge. Also Bot River Vision wäre insane.
Wir sind K6. Wir sind K6. Aber die Pflanze benutzt nicht gejumpt. Ja. Jetzt hat er gejumpt. Hier kommt die Pi rein. Ja. Ich bin ich auf Harry drauf. Hat der Package genommen? Ich hab nichts gehört. Nee, nee. Nee. Ich schau mal hier. Hast du eh ab? Er steht mit dran, weil die sind noch bot. Oh Junge, da war eine Reaktion, jo. Das ist fast. Nee, K6 geht für Botcrap. Lass mal Botcrap diven, contesten, oder? Ja, ich bin gleich da. Die werden mich hier diven. Die gehen hier für mich, die gehen hier für mich. Ich bin da. Ja, lass mich sterben. Jo. K6 Flash. Der da im Busch steht, Alter. Ah, der Lümmel. Okay, für Botline. Also sind wir happy, wie das Game läuft? Für mich ist es ultra awkward zu spielen. So. Ich mache quasi gar nichts und Jinx kriegt komplett Freescaling und Corki hat 5 Kills. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir... Ja, wir sind ja gerade beide gestorben. So. Also, ja, obviously war das nicht. Entspannung. Cool. Ja, nee, aber so generell. Also wenn ihr sagt, für euch läuft es fein, dann ist gut. Ich mache halt nichts. Also, ich sehe nur, ja, wir richten das Spiel wieder Richtung Botside jetzt gerade. Kha'Zix ist hier wahrscheinlich noch. Gut. Ja, die werden mich hier diven. Ich bin da. Die move'n rein, die move'n rein. Ich kann nicht hinterher move. Okay. Wir müssen außen rum. Jo. Also die Idee ist quasi Trundle ist fett. So, ne? Also das ist quasi alles. Ja, aber also ja, okay. Also das schiffen wir jetzt einfach in to bot. Ja. Ich hab deinen Rücken hier. Ja, ein bisschen anders. Lass mal durchlaufen, ne? Ja. Okay. Ne, nicht mehr durchlaufen. Okay. Ich werde noch einen Reset nehmen. Vor Drake. Lass mal die Wave bitte auspushen. Ja. Alter, der war komplett insane, what the fuck. Kann sein, dass Kha'Zix mit Flash Lantern oder so kommt. Ja. Also ich jage mich jetzt top to board. Links eine Ult. Und dann bin ich für den Drake Board, okay? Ja, hm? Wir gehen spacen. Corki hat gerade mehr geholt, ne? Also Kha'Zix ist Bot, Kha'Zix ist Bot. Ja. Das kann sein, dass sie schon Mythic hat, die Jinx. Die ist pretty farmed. Ich hab noch 2 Minions, dann bin ich Level 6, dann können wir die einfach rausnehmen. Okay, der Kha'Zix wird aus Space auch Topside gehen. Ich hab Frozen Heart, ich bin OP. Perfekt. Mhm. Nice. Jinx geht jetzt Space, die wird jetzt aber Mythic haben. Ist so Moonstone oder Pierce? Ja, oder Shurelias. Ich weiß, was wir brauchen. Vielleicht Sustain gegen den Corki wäre schon nicht so schlecht. Hm. Okay, wir wollen danach auch noch. Wir haben 2 Minuten noch für den Herald Play, ne? Und. Oh, Enemy Blue ist super interesting hier. Okay. Bot kommt gerade mit großem Strike aus Space, ne? Ist auch was. Ja. Also, ich Trash hat keine Richtung hier. Trash kein Flash. Wir brauchen Nautilus hier, um reinzulaufen. Ja, ich brauche eigentlich noch 2 Minions für Level 6. Das war top. Haben wir ein TP oder so? Oh, Bot Herald. Kein Flash. Wunderschön, Jinx. Ich bin noch 6 jetzt. Nautilus oben. Ah, okay. Ich setz Herald. Wir haben keine Wave. Ah, wir haben Herald. Wollt ihr spielen? Die wird einfach nach unten durchlaufen, ne? Okay, macht sie nicht. Ja, sobald er drin ist, laufe ich rein. Okay. Okay, nice. Worth. Shutdown. Oh mein Gott, ich hab die Package nicht gesehen. Karriere beendet, Alter. Schön. Ich reset schon, geht top. Hey, ich bin wieder top. Kam denn der Corki her? Package. Ich hab's auch gar nicht mitbekommen. Aus Space direkt wieder für Drake spielen. Ich hab noch Ult ab, ne? Hat die Jinx gerade geflasht oder nur gegalforced? Der liegt noch alles auf dem Boden, also kann man glaube ich sehen. Hm. Nur Galeforce und Heal liegt da. Okay. Okay. Wir spielen hier direkt für Drake, ne? Ja, die haben Tempo auf uns, ne? Wir können hier reinlaufen. Die sollten hier im River keine Vision haben. Die dürfen nicht absteppen. Wenn man noch Nautilus ist. Was ist mit unser Karma? Kann gleich moven. Actually, ich starte. Der mich braucht. Oh, die, okay, die haben Vision. Ah, die haben mich nicht gesehen, glaube ich, auf der Wall. Hat Java ein TP? Ich glaube auch. Nee, hat kein TP. Aber ich move jetzt. Flash hat immer noch keinen Flash. Nee, brauchst nicht. Ja, die werden die ganze Zeit sagen, jetzt fine, we scale, ne? Also. Ja, ist halt die Frage. Ne? Wir müssen, glaube ich, Tempo weiter hochhalten.
Ja, wir spielen jetzt hier für den Bot-Turret. Also jetzt wollen wir hier einen Dive aufsetzen. Ja, wir Slow Potion hier, die können nicht die Wave anfassen. Jarvan Move Mitte. Kha'Zix hier Wort sein. Ja, ich komme für Kha'Zix. Okay, Jarvan hat gerade einen Move. Ja. Jarvan jetzt hier. Hat der hier gewartet gehabt? Nee. Ich hier... Pass auf Jarvan Mitte auf. Hab ich realisiert. Danke dir. Ja, der Kha'Zix kann natürlich Bot jetzt gerade. Ja, die gucken hier unten nach was. Ich move Bot. Der ist gut gechunkt. Die sind gut gechunkt. Kha'Zix ist safe, ja, aber wir gewinnen das, wenn ihr moved. Ich move Bot. Ja, ja. Jarvan auch wieder top. Oh mein Gott, ich hatte noch 2 Sekunden auf Ult. Oh. Willkommen, 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 willkommen. Oh, my bad, sorry. Schönes Ding. Ja. Flash, Flash up. Ich tank gerade, okay. Ich gehe dafür einen Long Run. Corki ist noch Mitte. Ich werde den Bot Turret hier bekommen. Okay. Geht ihr aus Space? Oh, okay. Ich lass dir den, ne? Oh, danke. Nice. Nächste Wave noch. 20 Herald. Ja, ich bin Mitte. Ja, wir resetten und gehen für Herald dann. Der Corki ist auch auf Tempo, der ist auch noch nicht Space gewesen. Jarvan ist super low. Ja, yeah, Botcamps sind free to take. Ist das hier ein Soulstealer-Game oder disagreed jemand? Man weiß nicht, was man macht, aber macht das Richtige. Ja, dass Kha'Zix wieder top ist. Das war gerade. Kha'Zix safe top side, ja. Das safe. Waren noch am Ende noch 2 Flash, ne? Das war Kha'Zix Flash und ich glaube Thresh. Nee, Flash hat ab. Der hat Flash. Nee. Dann war es Jinx Flash, ne? Die war die einzige, die noch stand. Hier? Der ist, glaube ich, free. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Kha'Zix auf Crux, ihr auf jeden Fall komplett free. Was, ich hab jetzt Tempo, Alter. Lass nächste Wave noch mit an. Ja, ja, aber ich muss Bot, ich muss Bot droppen Wave, ne? Hier ist K. Ich drop Bot. Ja, die könnten zu 50 sein. Ja, die können den Herald nicht contesten. Okay, dann geht's Bot. Ich hab auch W, wenn sobald er reinkommt, krieg ich. Ja, der hat kein Flash, ne? Okay. Wie ist denn jetzt Lane Assignment geplant? Overloaden wir einfach oder spiele ich Side? Ich kann beides. Du spielst Side. Ich glaube, für die ist ein Play, dich auf Side abzuwählen, oder? Also, wir sollten in Johnny's Side reinspielen. Ja, ja, wir sollten die Drake Side spielen, also in Bot Side dann. Ich habe gerade noch komplett einen Jungle ab. Also. Bot. Die könnten hier 4 Mann gerade sein, runter. Bot. Mhm. Ich hab TP ab. Was passiert? Also, könnte ich hier sein? Ja, ne? Ja, die sind alle da, glaube ich. Ich wollte nochmal einen Recall vom Drake auf jeden Fall. Ja, 50. Ich habe in 300 Mana Minuten. Krieg ich das noch? Ihr könnt Botside Camps nehmen. Ja. Dann krieg ich noch Mana Minuten, das wäre huge. Oh, ich move. Willkommen. TP. Bin zu fett. Bin ja drin? Nee, wir haben Karma TP drin. Einfach weiter. Der ist doch super low, da ist dann auch. Kein Flash mehr. Hier liegt noch ein Flash, Donny. Ja, ich hab einen guten Pillar. Ich hab einen guten Bubble. Nehmen wir den? Ja. Nice. Denk das. 2 Sekunden Schild. Oh. Ach, schade. Hab mal Schild drauf. Spot, aber wir kriegen 2 Türme. Kein In-Imp nehmen, ne? Okay, Drake 1 Minute, also danach einfach resetten. Pass mal auf, dass der Herald jetzt nicht. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, aber too much wahrscheinlich sogar, ne? Ja, viel. Ah, die rein glaube ich nicht. Ja. Glück gehabt. Wir haben hier noch einen Reset, Guys, ne? Take Reset für Items. Thresh, ja, kein package, Flash mehr. Package. Ja, Flash. Ja, wir fighten auf jeden Fall, ne? Wir sind viel stärker. Ich hab Moonstone noch ab. Thresh, ja, hat kein Flash. Karma sind wir so OP gerade. Ja. Mal gucken, dass wir nicht stacken, Johnny. Also ich kann die ulten, steppen, aber... die sind hier reingesteppt. Ja, die gehen einfach für mich, ne? Ich bin 600 wert. Ja. Wir werden hier. Lass doch mit der Suit Rage Witch Wave noch. Ah, guck mal hier, der Jarvan. Ne, lass die Mitte Wave erstmal. Mitte Wave, guys. Lass über Mitte hier reinmoven. Ja. Next Mitte Wave? 10 Sekunden, ne? Also wir können auch ein bisschen Slow spielen. Nächste Wave nicht mehr. Wir haben hier jetzt einfach. Ja, ich werde für einen Pillar. Bubble of Corki! Habt ihr Package? Gewählt? Nee, der hat er nicht. Nee, der hat nicht. Da muss gleich Package. Oh, hier ist was unten. Hier ist was unten. Wartet kurz. Package gleich raus. Ich geh hier hin.
Lass noch einen Midwave nehmen, oder? Ich guck für Jinx. Jinx in der Bubble. Jinx 10 AP. Ist los auf Fight. Kha'Zix slow. Ich hab gleich wieder Mantra eh. Corki, oh, Bubble. Corki Package. Kha'Zix aus dem Fight raus. Ja, ey. 3 Sekunden E, 3 Sekunden E. Ja, passt auf den Poke auf. Ja, hit Drake. Corki, Bubble, Corki, Bubble. Ich glaube, wir sollten einfach Drake nehmen. Wenn wir rein steppen, ja. Ja, der kann keiner klauen. Ja. Ja, der kommt nicht rein, glaube ich. Doch, doch, der ist auf jeden Fall in Smite Range. Ja. Nice, okay, jetzt nicht mehr. Nice. Ja, einer schon mal Mitte. Schön. Der Corki ist da. Die haben hier Vision, die haben hier Vision. Ich push Mitte aus. Ich hab Jinx. Nice. Corki, Junge, fick dich! Oh. Der Passion kann auch dabei sein, was das war. Blue Buff würde ich gerne noch nehmen. Oder ist das off? Ja, wir können Bot. Jarvan können das sein. Ja. Ja, ich helfe, ich helfe. Nö, ist ein One-Shot. Da. Okay. Dass ich Jinx da nicht one-shotten kann, das ist so illegal. Jetzt Buff. Okay, aber jetzt müsst ihr resetten gleich, ne? Ah, noch dabei. Ist leider nichts gut. Okay, aber danke. Wir spielen in Topside rein. Pass auf, bitte. Ja, ja. Und wir holen uns einfach Vision und spielen für Bubbles, ne? Die müssen upsteppen, wir bubbeln und spielen auf die Bubbles. Mhm, ich habe das Gefühl, das Spiel geht rund um die Bubbles. Ich bin dabei. Ja. Botcamps okay. Sind free to take gerade. Ja, wir haben niemanden, der die so gut nehmen kann. Oh, ich one-shot die. Kann ich ja? Ja, gut, schade. Na gut. Ich guck für Jarvan, maybe? Ja. Ja, ich hab den Rücken dafür. Ich hab den Rücken. Ja, dafür. Ich glaub, der geht einfach raus. Ich würde noch Red nehmen, dann das. Oh, ist gut. Können wir hier Vision aufbauen? Ja, ich hab gerade. Ja, wir haben Xayah ja gerade nicht da und Zoe nicht. Dings reset, ja, also wir können free reinlaufen. Und dann rein, ne? Wir müssen unsere Pink Wards auch mal nach oben verschieben gleich. Ja, hey, Kha'Zix ist kein Jump, hier, ja. Die gehen hier irgendwie für mich. Kha'Zix ist kein Jump. Flash hat no Flash. Bleib mal da stehen hier so. Bitte mal den Kha'Zix für eine Bubble. Ja. Okay. Hier wird Hook kommen. Wir können hier jetzt reinsteppen. Hier rein, ja. Oh. Ja, keine Dente, keine Dente. Hockey, kein Weh. Nautilus ist das Freak hier, oder? Ja, Kann sehr gut. Einfach Nautilus, schön. Nash wird aber trotzdem schwierig, ne? Ja, wir sind ein bisschen low für Nash, guck mal hier. Aber die haben hier keine Vision, ne? Oh, aua. Midwave muss noch ich hab noch Wave, ja, das ist Midwave. Und Bot ist auch eine Wave. Ich muss Wave, ja. Das ist einfach nächstes Objective Drake, oder? Ja, egal, oder? Der geht hier rein, der Kha'Zix. Der ist halt ein HP, der geht hier nirgendwo rein. Der ist raus. Ja, das Basic, ne? Wir sind overstayed hier. Ja. Ich nehm Recall. Ja, ich bin hinter der Jinx hier gerade, ne? Ich bin hinter der Jinx. Ich kann was machen, ich kann Botlane deffen alleine. Okay. Ich komm nicht richtig ran. Also ich werde rankommen. Lass mir mal die Bubble da bitte. Was von der meint, ich hab hier was. Okay, top. Okay. 2 Minuten, Drake. Ja, ich nehme jetzt einen Recall für Ward. Wollen wir den Inhib nehmen? Willst du Jarvan chasen einfach? Ja, wir können Jarvan chasen. Ja. Schön. Oh. Wir gehen hier für Jarvan. Wir können das hier einfach zu zwei weiter spielen. Okay. Der hat keinen Mana mehr. Das ist Nash. Nee. Das macht Sidelanes aus. Machen wir nicht. Sehr awkward gerade. Weißt du, geht hier noch viel Kutscher? Weiß ich nicht, ich glaube eher nicht. Wir spielen Soul Guys, ne? Wir spielen Soul jetzt. Okay, wir haben insane gute Topside-Vision, ne? Eigentlich. Okay. Ja, trotzdem. Ah, der Corki, keine W. Ich hab Ult in einer Sekunde. Der TP da raus, oder? Ja, lass mal ein bisschen für Wave spielen, anstatt für Kills weiter. Ich glaube, wir sind fett genug, wir müssen einfach nur auf der Map gerade müssen. Ja. Wir move in Richtung Ash gerade. Oh, sorry, nicht gesehen. Bitte Desperate. Der hat drüber gewardet. Ja, dann. Blue Buff und Soul. 1,20. Wir müssen nur aufpassen, dass die nicht irgendwie. Kann ich nochmal resetten jetzt? Ja, ne? Nashed sneaken, ja. Ich habe einen 10 Orb. Eine Pink Ward im Nash wäre gut. Ich warte ganz kurz 10 Gold für Stopwatch. Wir können nicht upstarten, die sind grouped. Okay. Lass bitte aufpassen hier. Von da. Ich glaube, wir warten einfach auf einen One-Shot, ne? Ich habe so viel Schaden. Ich habe noch keine Vision, wir sollten immer noch einmal Watch halten. Ja, die sind hier irgendwo. Ja.
Wenn du einfach hier beide wollt. Ist K6? Ihr könnt raufgehen. Ihr könnt kollapsen? Ich komm von hinten mit Pillar. Ich hab einen Pillar auf Thresh. Bitte, hier kommt TP rein. Hier kommt TP rein. Der wird raus EQ'en. Oder rein. Nicht. K6 schön. Hier. Ich hab ja ein Schild für dich danach. Ich hab auch einen Pillar. Ich bin da. Ja, ja. Nice. Kein Gale Force. Was wir haben Free Soul. Wave, wir haben Free Soul. Ja, 15 auf Soul. Ich hab die Jinx da noch. Kommst du da hinterher? Du bist alleine. Ja. Oh, ist hier noch Soul? Kann ich ja rausfinden. Chase du Kha'Zix, ich geh Drake. Der kann ich doch niemals killen, oder? Ja. Oh, ja, Long Run schon. Sieht so depressing aus wie. Okay, nice. Ja, reset und dann wir können auch Nash. Ja, reset into Nash. Wir müssen nur Karma da noch. Oh, er ist geflasht. Unsere Seite ist halt wieder mega awkward, ne? Aber wir sollten erst Zeit auspushen, bevor wir für Nash gehen. Pius kann Botlane gehen. Ich push noch Botzeit aus und dann. Pass auf, wir haben dieses Round hier. Nice. Push Bot und dann gehen wir für Nash. Ja. Einmal über eine Sideline spielen, dann ist das ganze Spiel sehr viel einfacher. Scheiß Backseat Gamer, was ich meine. Okay. Also, Mitte drin Top. Mitte Bot. Imagine, der Coach hat keinen Bock mehr. Das ist auch noch die passive Avenue. Okay. Ja, wir sollten noch eine Mitte-Wave nehmen. Ich nehme die alleine. Ja, wir spielen Mitte-Top jetzt, ne? Mitte-Top in Nash-Vision rein. Ich hab dich hier, wenn du weitergehst. Mhm. Oh? Die setten ja. Oh, das ist das jetzt auch gut. Lass hier rein, lass hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Ich hab Jinx. Ja, da ist immer noch hinter uns. Ich block. Okay, einfach weiter. Ich hab dich. Oh mein Gott. 3 Sekunden Schild. Ey, ich hab Pillar noch. 2 Sekunden Speed up. Ja. 13 One-Shot? Ich komm nicht ran. Ich kann aber Baron gehen, ne? Lass einfach nashen. Der muss nur aufgehalten werden, ne? Also ja, der ja. Ich kann wieder auf den. Ich mach keinen Damage auf Nash, anyways. Ah, hier ist er doch. Okay, den Rest brauchen wir dann hier. Kannst du die Ward killen, Kutscher? Na klar. Okay, Kha'Zix ist weg, also kann nur Corki und Jinx Rocket kommen. Du kannst auch hier schon stehen für Jinx Rocket, Kutscher. Oh, der TP mit Package rein, passt auf. Aber Kha'Zix ist nicht da, ne? Ja, macht einfach weiter, okay, nice. Oh mein Gott. Der Nash. Kha'Zix ist nicht da, Leute. Kha'Zix ist nicht da. Ihr könnt machen. Ist aber schon flippt. Jetzt nicht mehr. Kha'Zix ist hier. Kha'Zix unter euch. Boah, passt auf. Kha'Zix fast dead. Ich würde hier oben kurz recoilen. Mach mal. Können die Nash übernehmen hier? Nein. Also oder? Die machen es, aber ich glaube nicht, dass sie es machen können. Die wollen mich engagieren? Bin ich bei dir. Wenn du zur Wand läufst, kann ich nochmal Mantra eben. Boah, nee, gar nicht. Pierce kommen wir schon mal rum für gleich. Bin auf dem Weg. Nice. Ist gut. Nice. Ab 2 Sekunden Schild. Baron. Ich werde wieder. Das ist der nächste Nash. Halte wieder weg. Können auch Mitte enden oder so. No way machen wir hier Nash. Ja, doch. Wir machen Nash. Ist das nicht einfach ein Finish? Nee, Corki clear das. Nee. No, Karma geht für Kha'Zix und wir machen Nash. Was waren diese Worte immer, Alter? Er hat heute Nacht Albträume von uns, Sonny. Jetzt lebt nur noch einer, Leute. Kriegen wir es hin? Stimmt. Okay, soll ich den holen? Ja, CP. Ja, nee, haben wir safe. Corki geht Bot. Nice. Ist auch Free Elder, die haben kein Package, ne? Aber sollten wir für Elder spielen? Ich glaube, wir spielen für Finish, oder? Ja, können wir auch. Ich verstehe so irgendwie nicht, warum das schmeckt doch direkt besser. Ja, Mitte Bot direkt. Wobei Top Wave Quartz gepusht werden sollte. I'm running. Ja. Oh, guck mal hier. Lol. Wie lange der da schon steht. Ich chille. Der Thresh ist hier Botzeit gerade drin. Push mit aus.
Oh. Ich hab kein TP, Guys, nur 25. Ja. Ich hab hier schon einen guten Pillar, so. Aber ich kann einfach Top-Lane rotieren jetzt. Gib mir mal die Bubble, bitte. Ja, wir wollen noch in den Bot spielen eigentlich, oder nicht? Also Plan ist Bot, ne? Plan ist Bot. Aber jetzt haben wir natürlich Top die Wave, jetzt spielen wir Top. Okay, jetzt, wir brauchen hier nicht Mexican Standoff, haben wir gelernt. Aber ich bin, ja, ich bin Zoe, ne? Mexican Standoff ist Mexican so Atombombe. Ich mach den Turm gerade. Ah, mach du mal den Turm. Corki ohne Maw und auf 40%. Nice. Lass es hier einfach brechen jetzt. Kein Bock mehr. Ja, warte, das ist doch einfach poken. Also, wie darf ich denn kein Game poken? Wie kann das denn sein? Ja, weil Assassin so. Kha'Zix ist hinter uns. Wir können einmal weiter nach vorne. Die haben nichts, die haben nichts. Kha'Zix, Kha'Zix, Kha'Zix? Ja, ja, ja. Warte. Was ist denn AP hier? Ich resette. Wir haben Drake in 40. Ihr müsst auch resetten. Ja, ich glaube nicht, also, dass ihr. Ihr müsst irgendwie Base kommen, ne? Will ich nicht einfach killen hier? Ich kann alles killen. Und Johnny rottet die alle aus, wenn er möchte. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Das ist irgendwie. Johnny will nur nicht, der spielt die ganze Zeit mit seinem Essen. Wir brauchen Bot Side Vision vor Drake Start. Okay. Also, wir können es doch einfach dahinstellen. Die kommen. Ja, das machen. Und dann sterben die. Ja, finde ich gut. Wir haben hier. Der wird comboen. Ich chase ihn nicht. Da kommt eine Bubble auf Jinx. Ich bin noch nicht da. Okay. Okay, ja. Ja, ich bin hier Kha'Zix hinter denen, ne? Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Oh, schon Damage, ey. Ja, Mantra, ey, Mantra, ey. Die Jinx haben noch 2 AP. Keep. Und sonst Kha'Zix, lass einfach mit rein, ne? Und Karma voll fair irgendwie. Wo ist denn jetzt der Kha'Zix? Ah, da ist er. Bubble! Das töten wir jetzt. Hab ihn. Nice. Doppeltötung. Ja, war doch gar nicht so schwierig. Alter, hab ich nicht verstanden, weil der Ken so lang war. Good job, guys. I'm proud. Oh. Kein Games im Bootcamp droppen, ne? Das ist der Plan. So sieht's mich aus. So ist es. Geil, Jungs, geil! Nummer 1. Direkt neue Tastatur. Das war sein Stuhl. Wildes Game. Was gut, oder haben wir? Und es war ein bisschen langweilig zwischenzeitlich, glaube ich. Also ich muss sagen, ich fand den Draft besser als erwartet, aber wir haben richtig getrollt. Aber der Draft ist schon geil irgendwie. Das war schon irgendwie sehr awkward. Also es war halt irgendwie... Nur für Kids gespielt. Für gar irgendwie wurde so gar nicht das gemacht, was geplant war, aber irgendwie hat es dann trotzdem funktioniert. Ich habe mich gefühlt, wie wahrscheinlich NNO sich immer fühlt mit Argurin. So, wir haben so einen Gameplan und dann sagt er einfach, Jungs, ich kann jetzt 2 Camps Lead holen. Und dann haben wir das gemacht. Also es ist halt so, Gameplan ist, wir diven dritte Wave dreimal Mitte. Dann kommt Phil nicht, aber Mid-Dive funktioniert halt trotzdem. Ja. Ja, es war aber echt gut gespielt, ne, von euch beiden. Ja, aber... Ich habe nur gehuckt, mehr habe ich nicht gemacht. Na, da war noch ein Auto-Attack für den Last. Sofort oder kurze Pause? Ja, ich würde gerne eine kurze Pause. Ja, ich würde auch kurz mal aufstehen. Ich bin schon jetzt schon wieder fucking müde, ey. Na gut, dann ohne Analyse, ne? Wir sind im Bootcamp, schaltet ein, ist toll. Jeden Tag, ja, das Video. Achso, ja, genau, ist toll. Achso, ja.